Willkommen bei Black Eagle AP, dem GTA 5 Online Roleplay Server. Heute beschäftigen wir uns nochmal mit dem Taxijob. Da hat sich ein bisschen was geändert und das möchten wir euch heute einmal zeigen. Es ist nämlich jetzt inzwischen umgeändert worden in einen aktiven Job, der nicht mehr über das Arbeitsamt nutzbar ist. Und wir haben uns da ein bisschen reingefuchst, sage ich jetzt mal, und den ein bisschen überarbeitet. Wir werden die nächsten Tage euch auch noch ein paar andere neue Jobs zeigen, unter anderem die Arcade Bar, die Cyber Bar, diverse neue MLOs haben wir noch drauf. Das zeigen wir euch alles nach und nach. So, hier sind wir am Taxigelände jetzt. Wie ihr seht, ist es ein bisschen aufgeräumter. Na, dann muss ich mir einmal selber den Job geben. Hier. So. Ich war jetzt Taxiunternehmer. Die ganzen Blips, die vorher hier drin waren, hier draußen waren, sind natürlich jetzt weg und sind neu gesetzt worden. Dann gehen wir mal hier rein. Das ist dann die neue Firmenzentrale. Hier mit dem Chefmenü. Das müsstet ihr ja theoretisch gesehen noch kennen. Wenn nicht, seht ihr das jetzt. Ich sehe gerade, ich muss es noch übersetzen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich will abschließen. Dann haben wir, glaube ich, hier hinten durch. Der Geldautomat ist theoretisch gesehen funktional, aber er muss nochmal neu eingerichtet werden, weil er stand vorher draußen und jetzt ist er drin, deswegen passt der Punkt nicht mehr. Das wird allerdings auch noch nachgebessert. Wobei selten läuft einer zum Taxiunternehmen und will da Geld. Hier sitzen die Angestellten und hier kommen die Telefonate rein. Hier ist dann ja Ersatzteillager, Reifenlager und so. Während wir hier dann die Garage haben. Hier ist dann einmal der normale Arbeitsbereich, wo man sich hier umziehen kann und in den Dienst gehen kann. Jetzt kommen wir zu dem... Was ist mit der Farbe passiert? Okay, normalerweise sollte der Anzug schwarz sein, egal. Hier ist nochmal ein privater Umkleideraum, wo man Privatklamotten umziehen kann. Das ist dann, wenn der Mechaniker zum Beispiel hier hinkommt und hier arbeitet. Und was wir auch haben, hier ist jetzt der Fahrzeugspawnpoint. Jetzt kommen wir zum Besonderen. Es ist nicht mehr nur Taxi. Es ist jetzt inzwischen Taxi für die Normalos, wenn sie ein Taxi bestellen. Aber es ist jetzt auch eine... Wie soll man es nennen? Ein Limousinenservice für Leute, die halt jetzt dann doch ein bisschen mehr Geld haben und zeitgemäß irgendwo hingefahren werden wollen. Das hier ist das normale Taxi, Crown Vic. Sollte eigentlich jeder kennen. Das gleich wieder wegparken. Wie gesagt, das ist ja Standard, das sollte jeder kennen. Dann machen wir mal das nächste Taxi raus. Der Haken, wenn man alles wieder abschließt. So, nächste Fahrzeug ist dann in dem Fall extra für einen Kollegen, ein Elektro-Prius. Den hat er sich ultra gern gewünscht, weil er die Prius über alles liebt. Er darf auch nur in den Prius abgeholt werden, wenn er ein Taxi ruft. Ist das für euch nicht relevant, aber das muss erwähnt werden. Das ist dann halt ja, für Ökos und Co. Einfach nur, weil es verschiedene Geschmäcker gibt. Ne? Es gibt ja Leute, die möchten vielleicht nicht mit dem Crown Vic fahren. Und jetzt muss ich gerade mal selber überlegen. Ach ja, genau. Dann haben wir noch das Großraumtaxi. Ein Van. Ist dann halt auch einfach nur so. So, das sind jetzt die reinen Taxifahrzeuge, die dann auch am Meeting Point oder sonst wo stehen und Fahrgäste warten. Und wenn du jetzt dann nachts in den Club fahren möchtest oder so, dann erwartest du natürlich eher ein gehobeneres Fahrzeug. Mal eben gucken, ob die Kleidung, ne, die kommt immer noch so aus. Da haben wir dann einmal, wenn du einfach nur auf dem Geschäftstermin bist, in Maybach, ne, da kannst du dann ein bisschen hübscher vorfahren, weil so ein Chef von einer Staatsfraktion Co., der fährt ja jetzt nicht unbedingt in einem Crown Victoria Taxi rum.
So, und dann jetzt, ich muss mich jetzt schon mal entschuldigen für den Augenkrebs. Ja, der Fraktionsleiter hat sich noch ein Fahrzeug gewünscht, das hat er auch bekommen. Das ist dann halt eine Mercedes Limousine, das ist dann der hier. Da kannst du dann Party machen mitgehen, wenn du möchtest. Oder auf ganz dicke Hose machen. Allerdings sind die Fahrzeuge natürlich, auch wenn du davon abgeholt wirst, bedeutend teurer. Ne? Das ist aber selbstverständlich, weil das ist ja halt kein Taxi, sondern ein Limousinenservice. Da hast du einen Aufpreis. Dafür hast du aber auch ein exklusives Fahrerlebnis. Wobei, das hast du so oder so mit dem Fahrer. Also von daher, ne? Gut. Das war es dann erstmal jetzt von der Taxifront. Wie gesagt, neue Taxizentrale. Als nächstes werden wir uns mit der Cyberbar beschäftigen. Das ist auch ein Job. Das kommt dann spätestens am Mittwoch. Ich danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Solltet ihr Fragen haben, unten in die Kommentare oder auf dem Discord. Wir helfen euch gerne. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, solltet ihr einen Server suchen, dann schaut mal bei den Leuten von Sepphosting vorbei. Wir selber sind da ebenfalls vertreten. Ich kann absolut nichts Negatives sagen. Bei Problemen sind die sofort da. Bis jetzt hatten wir gar keine Probleme, egal ob irgendwelche Angriffe oder sonstiges. Und von daher kann ich die nur wärmstens empfehlen. Mit dem Gutscheincode, der unten in der Infobox ist, habt ihr auch dauerhaft Prozente auf eurem Game-Server. Und die bieten eine Vielzahl an Server an. Guckt einfach mal unverbindlich vorbei.